So Leute, und damit wieder ein herzliches Willkommen. So, ich würde sagen, wir schauen da jetzt einfach mal raus. Also, da ist jetzt nicht irgendwo ein Ziel oder sonst irgendwas, wo wir jetzt hingehen müssen, aber ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt einfach spontan in die Richtung, dass wir das einmal abgeklappert haben. Sage ich jetzt einfach mal so. Können wir ja reden? Nee, können wir leider nicht. Schade. Schade, schade, schade. Mega schade, ich hätte gern ein Gespräch geführt und so. Aber wie schaut's denn? Ui, was haben wir denn da? Also, ich gab mir was für die Schrotflinte und für Sturmgewehr immer gerne. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Hallöchen. Caden Alenko, Captain Anderson, persönliche Wie sind Sie an Bord Fragen. eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien Oh. mir einfach zu langweilig und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen und den Soldaten mit ihren Wunden an Leib und Seele helfen. Allerdings ist das Militärleben nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt Ach hatte. Ich glaube, die so. Menschheit ist auf die Allianz angewiesen, wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Also, da will es jemand romantisch haben, ein kleines Turtelchen? Zwischendurch? Haben Sie schon einmal an Ihrer Entscheidung gezweifelt? Manchmal überlege ich, eine private Praxis auf der Erde aufzumachen oder eine Stelle in einem neuen Medicenter auf den Kolonien anzunehmen. Aber die Arbeit mit Soldaten ist etwas Besonderes. Wenn ich die Allianz jetzt verlassen würde, käme ich mir vor wie eine Deserteurin. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, So, Commander. schauen wir uns da. Ja, reden wir nochmal noch kurz mit Gut zu Caden. sehen, dass Sie in Ordnung sind, Commander. Na, immerhin. Also, immerhin wünscht mir mal einer hier nicht den Tod. Schauen wir einfach mal so um. Wie geht's denn so? Sprechen Sie mit Joker, wenn Sie soweit sind. Sagen Sie ihm, er soll die Normandy ins Dock bringen. Okay. Dann halt sprechen wir halt nicht. Schade. Wirklich schade. Also, ich hätte mich da gerne ein bisschen so. Ja, wie geht's und so? Ja, genau. Schade, wirklich schade. Gehen wir da einfach mal auf. Uiuiuiuiui. Richtig nett. Richtig nett. Dann gehen wir das mal. Mach auf. Komm schon. Dankeschön. Achso. Ich hätte mir gedacht, da müssen wir dann extra noch was drücken oder sonst irgendwas. Ja, schaut recht fein aus. Ah, da ist auch das Besprechungsquesen und so. Ui, einen neuen Kodex. Okay. Dankeschön. Gehen wir da einfach mal kurz raus. Also, wir haben da jetzt hier keine Besprechung oder sonst irgendwas, aber da habe ich gesehen, der eine Typ will mit uns ein bisschen turteln, quatschen. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Der Verlust von Immer Jenkins war ein doch. harter Schlag für die Crew. Immer doch. Wer ist Jenkins? Nee, ich weiß eh. So, öffnen. Nee, Galaxiekarte brauchen wir noch nicht öffnen. Aber. Jetzt interessiert mich das schon. Achso, es gibt eh zwei Wege, gell? Machen wir da mal kurz. Mach auf. Okay, passt. Wollte nur nochmal sicher gehen. Also gehen wir einfach mal zur Karte. Wie schaut's denn da aus? Dürfen wir die Karte benutzen? Nee, war ja klar. Oh Mann. Kommandierenden Offizier da. Ah, so. Ich hoffe, wir werden das bald. So, dann reden wir dann gleich mal mit dem Joker. Nicht mit Joker, sondern mit Joker. So. Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Ui, zur Zitadelle, Leute. Ah, oh, cool. Oh, nice. Nice, Leute. Was für ein gigantisches Schiff. Die Ascension, das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so gefährlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Ja, vielen Dank. Roger,
Mich stört das extrem, dieses Funkeln. Mann! Nice. Oh, Landestation. Passt. Was ist jetzt gerade ein Ladepunkt oder wie? Das ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Aki. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spectre außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat. Aber nicht vorher. Okidoki. Captain Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Er ist gefährlich. Es ist die Wahrheit. Sie sind blind. Na okay, blind, da müssen wir nicht extra vor die Nase halten oder so. Aber wenn man einfach auf den Punkt kommt, er ist gefährlich, reicht es schon. Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Man muss ihn stoppen. Der Rat muss auf uns hören. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilus jetzt tot und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht seine. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadell-Turm treffen. Auf der obersten Ebene. Oh. Ich werde dafür sorgen, dass man sie durchlässt. Na dann, Dankeschön. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Hey. Tja, also, wer hat was zum Besprechen? So, dann mit dir. Huiuiui. Also, irgendwer ist sicher schon mal ertrunken. Oder betrunken reingefallen oder sonst irgendwas. Aber schwimmen gehen finde ich das schon. Also, es schaut schon sauber aus. So, die Fifrieren. Aha, starte man es überbrücken. Oh, shit. Da. Oh, komm! Du Hure! Scheiße! So ein kleines Arschloch. Gehen wir da einfach mal kurz durch. Uiuiui. Wie war das nochmal mit? Das war zu einfach in der ersten Folge? Hi. Ich denke, Sie haben sich verirrt, Erdenclan-Mensch. Oh. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in dem großen Büro. Ah, danke schön. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Ich bin Dean Korlak, Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Botschaft, Volos, Botschafter, schlecht gelaunt. Ein bisschen was über ihm, oder? Ich würde gern mehr über die Volos erfahren. Ich bin sicher, dass unsere Geschichte und Kultur Sie langweilen würden, Erdenclan-Mensch. Ach, Geschichte, Basche und Cheerio. Ich würde tatsächlich gerne etwas über Ihre Geschichte erfahren. Mein Volk kam zur Zitadellstation kurz nachdem die Asari und die Salarianer sie entdeckt hatten. Wir waren an der Etablierung der standardisierten galaktischen Ökonomie beteiligt. Doch trotz unserer langen Verbindung zur Zitadell und unseres Beitrags zur galaktischen Gesellschaft haben wir immer noch keinen Sitz im Rat. Na gut, dann cheerio. Auf Wiedersehen, Botschafter. Das sieht mir nicht mehr. Bye bye. Auf Wiedersehen, Erdling.
Na, sonst alles klar bei dir? Wie geht's denn dir eigentlich? Begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einen Menschen willkommen zu heißen. Botschafter Kalen, zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Sind wir so cool oder was? Sprachgewohnheit Elcor. Erzählen Sie mir von Ihrem Volk. Echter Enthusiasmus. Ich erzähle gern die Geschichte meines Volkes. Ich teile unsere Kultur nur zu gern mit anderen. Na komm, geht schon. Erzählen Sie mir mehr von der Geschichte und Herkunft der Elcor. Die Elcor hatten soeben damit begonnen, die Galaxie im Bereich des Zitadell-Sektors zu entdecken, als wir auf Azari trafen. Mit ihrer Hilfe fanden wir das unserem System nächstgelegene Relais und so weiter. Oh. Innerhalb nur einer Generation vermochten wir, eine reguläre Route zur Zitadelle zu etablieren und eines der umtriebigsten Völker auf dieser wundervollen Station zu werden. Na dann? Wiedersehen, Botschafter. Aufrichtig. Alles Gute, Mensch. Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Hi. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Alles in Ordnung. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Azari-Konsortin. Oh. Die hat die ganze Sache ausgelöst. Na, dann kommt gleich mal. Also, ein bisschen Info. Vielleicht werden wir sie gleich mal aufhalten. Vielleicht dürfen wir sie töten. Was hat die Azari getan, dass sie so aufgebracht sind? Betroffen sein. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Mann! Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. So, wo finde ich sie? Wo kann ich die Azari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Ah! Die Räumlichkeiten nicht verfehlen. Also da habe ich jetzt gerade einen Pfeil. Also ich hoffe, das ist jetzt einmal jedenfalls mal sie. Hoffe ich sie jedenfalls mal. Also es wäre ja richtig nice, wenn ich auf sie jetzt dann treffen würde. Frage ist jetzt aber auch nur wo. Okay, ist zu. Passt, nice. Dann gehen wir da mal kurz. Perfekt. So, vielleicht können wir ja dann auch mal shoppen gehen oder sonst irgendwas. Das wäre recht fein. Hui. Guten Tag, Commander. Hi! Die Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Commander? Sie wissen, wer ich bin? Ja. Ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honorationen. Wir sind wichtig. Ich muss jetzt los. Das ist mir neu. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. So, wir gehen da jedenfalls mal noch nicht rauf. Sorry. Wir machen da und schauen uns dabei noch ein bisschen um. Hi! Hi, Avina! Virtuelle Reiseleiterin. Ich glaube, das spricht sich von selbst schon. Sind sie real? Das würde mich aber eher interessieren. Also, nein, danke, scheiß drauf. Nee, mich würde es schon interessieren, ein bisschen. Den Gästen in diesem Bereich der Zitadell-Raumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Nicht schlecht. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Klingt interessant, also eigentlich im Prinzip, Sie müssen jetzt nicht unbedingt ein paar Roboter bauen, sondern einfach nur Mathematik, ich sage jetzt einfach mal im Spiel Mathematik, und einen kleinen Beamer und da ist sie. Und nicht, dass man da gleich ein paar Millionen reinstecken muss für einen Roboter. Finde ich cool. Dann mal los. Sie stehen im Präsidium Tourismus Terminal 1. Auf der anderen Seite der Lobby sind die Botschaften der verschiedenen Zitadell-Spezies und das Hauptquartier des Zitadell-Sicherheitsdienstes. Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadell-Turm, in dem der Rat regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Na dann. Können wir mal ausloggen. So, ui, da haben wir gleich mal einen Pfeil nach links und rechts. Also, eigentlich du, ich konnte mich da eigentlich im Prinzip nicht entscheiden, wem ich da... Sonst hätte ich mich natürlich gegen dich entschieden, also, wenn du mich so fragst, hui. Oh. Ja, schaut ganz nett aus. Schaut wirklich ganz nett aus.
Schön angenehm. Ui, aber was soll das für ein Zeichen sein? Also, es kommt mir aber auch irgendwie so ein bisschen so wie dieses komische Flugzeug von den Gegnern so vor. Aber ich bilde es mir ja nur so ein ganz leichtes Zeichen. Sie müssen mit dem Rad reden, um Zugang zu dem Bezirk zu erhalten. Aha. Na gut, warte kurz. Schauen wir mal kurz, ob man da vielleicht irgendwie... Also, das ist mal komplett unnötig. Also, ja, schön und gut. Also, ich kann auch die Karte dazu nehmen und so, und dann weiß ich auch ein bisschen mehr. Aber, dass wir da jetzt schade leider nicht einschauen können. Ui, ich würde aber gern jetzt wissen, wer das... Für eine, halt, was das für eine Rasse ist und Spezies und sonst irgendwas, Kultur, Geschichte und so. Aber... Mich würde sehr interessieren, wieso er da ist, halt so eine Statue. Vielleicht irgendeiner der Gründer. Ich kann mir eher vorstellen, dass es einer der Gründer sein wird. Aber wenn man so schauen, gibt es eigentlich fast gar keine Menschen. Es gibt wirklich fast gar keine. Ich weiß nicht. Also wir müssen sowieso... Ui. Okay. Weg. So. Also wir müssen sowieso in die Richtung, also hätte ich gesagt, ja, gehen wir da einfach mal kurz hin. Jetzt will ich da nicht schon wieder auf den Pfeil drücken müssen, weil wir sowieso sehen, wo wir da jetzt mal hingehen. Aber, ja, ein bisschen lebendig schaut sie aus, eigentlich finde ich sogar recht nett. Muss ich da jetzt mal kurz umschauen. Reisen. Bitte wählen Sie ein Ziel für den Citadel Rapid Transit aus Präsidium. Nee, ich will da ehrlich gesagt ein bisschen zu Fuß gehen. Mich ein bisschen durchschauen. So, jetzt sind wir da jetzt wahrscheinlich da irgendwo... Aha, ich nehme mal an, wir können da wieder nicht hin. Ja, genau. Wir müssen mit dem Rad reden. Müssen wir nur kurz schauen. Okay, da ist er wirklich langsam. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann er sogar schneller laufen. So ein bisschen High Speed. Die Speedforce aktivieren, aber leider tut das nicht. Ich weiß nicht, wieso er keine Speedforce hat, aber jeder Vollidiot hat eine Speedforce. Ui. Das schaut wie so eine Miniaturstatue aus von dem Schnellreisepunkt. Oh, schade. Ich wollte stören. Ich wollte so gern stören. Ui, wir dürfen wohin? Ich nehme mal an, wir sind jetzt ein bisschen zu weit. Ich nehme es wirklich jetzt an. Weil es hätte geheißen, irgendwann einmal zu dem Turm und so alles drum und dran. Und da lassen sie auch noch dorthin. Der Rat wird mir doch keine Fragen stellen, oder? Das bezweifle ich. Wir haben unsere Berichte angefertigt. Nun müssen wir Botschafter Odina nur noch vertrauen. Nein, das müssen wir nicht, Sir. Also, ich hoffe jedenfalls mal, dass ich mich dann später wieder umschauen kann. Alter, wie hoch ist der Turm? Reden wir mal miteinander. Hi. Will niemand reden? Okay. Keiner will reden. Mucks, Mäuschen still. Geht das wenigstens auf, dass wir da wenigstens irgendwie den Rat beklauen dürfen? Ich tue einfach den Rat beklauen. Genau. Ui, die Musik hört sich schon richtig verdächtig aus. Hi. Den Rat aufhalten. Oh, cool. Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garus. Nein. Hi. Bist du mein Team? Kommandant Shepard. Garus. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheitsermittlung gegen Saren. Oh, cool. Sie haben es... Nee, nicht. Sie haben es vergeigt. Wir wollen ja in mein Team haben. Was haben Sie? Sie mögen Saren nicht? Ja, kommen wir mal so wie vorher einfach mal auf den Punkt, weil... Was haben Sie? Also... Naja, also... So gut kennen wir uns jetzt auch wieder nicht, aber... Wir haben halt ein bisschen was vom Gespräch mitbekommen und ja. Klingt, als wollten Sie wirklich seinen Kopf. Ich traue ihm nicht. Irgendetwas an ihm ist faul, wie ihr Menschen zu sagen pflegt. Aber er ist ein Spekter. Es gibt keine konkreten Beweise. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Mann, komm in mein Team, du Arsch. Ja, schon klar. Scheiß auf die Typen.
Ui. Oh, so blau, aber sonst, ja, schönes Dreckswasser. Perfekt. Also wenn das Wasser da auch so bei dem Fluss ist. Leute, ich glaube, dann will ich doch nicht mehr ins Wasser. So, schauen wir uns einfach mal um. Ui, ja, wunderschön hier eigentlich. Also, da kann man sich ja nur noch hier noch runterholen. Einfach mal so, ja. Hey, treffen wir uns? Ja, genau so. Und dann siehst du jemanden. Dann gehst du in der Nacht wandern und so. Und dann siehst du jemanden, wie sich einer runterholt im Gebüsch. Fuck. Nein! Wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Und wieso wollte der andere nicht zu uns? Mann! Wir sind cool. Wir sind von der Erde. Anscheinend sind wir was Besonderes, wenn wir von der Erde sind. Also ich habe da jetzt wirklich schon gehofft, dass wir da wenigstens mehr coolen da dazu bekommen, aber... Nein! Wupp! 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 Ui! Dürfen wir mit dir reden? Ja, also... Wieso weiß ich jetzt, dass ich Commander bin? Nur weil die Vollidioten, die Vollschuchsel nichts Besseres zu tun haben, als wie mir nachzurennen, bin ich nicht... Nein, ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Na was jetzt? Fragen oder fragen keiner? Halt die Fresse! Genau, so ist gut. Ma'am? Uiuiuiuiui. Die hat der Körperbau von einer Magersüchtigen gehabt. So, schauen wir mal kurz, was wir denn da haben. Ui, 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 wieder Dreckswasser, nice. Ui, ui, ich glaube, das stehe ich lieber mal nicht. Also, sonst ruinieren wir da noch ein Date und das wollen wir auch wieder nicht. Bin da ein bisschen zu extrem, also ich will da überall reinschauen und so. Sorry, Leute, also, falls das dann wieder ein bisschen nervt und so. Aber ich habe es euch schon von Anfang an gesagt, dass ich mich sehr genau umschauen werde bei allen Spielen. Erst recht auf dem PC jetzt, so, in nächster Zeit. Dass man wirklich alles kennenlernt von dem Spiel. Erst recht von früher und so. Also früher waren die Spiele... Ich finde irgendwie früher, du mich die Spiele mehr fesseln. Also ich weiß nicht. Bei Uncharted, ich habe mich so gefreut, dass es endlich gibt und so. Aber dann noch 3-4 Stunden. Es ist der Wahnsinn. Es gibt kein besseres storymäßiges Spiel. Ernsthaft. Aber es fesselt mich nicht mehr so wie früher. Oder was auch nicht. Mirror's Edge. Also weiß nicht, früher hat es was gehabt. Aber jetzt irgendwie... Ja, extrem geil und so, aber wie lang? Oder, weiß auch nicht, Ego-Shooter, Destiny, weiß auch nicht, irgendwie am Anfang, ja, gut und schön und jetzt, oder, Dead Space ist immer King, also ich glaube, das ist das einzige Spiel, was ich mindestens 10-mal schon wiederholt habe und 10-mal durchgespielt habe. Es gibt wenig Spiel, was ich nochmal gespielt habe, aber wenn ich mal an eins erinnern kann, dann ist es an Dead Space und ich lerne immer irgendwas Neues dazu. Sorg. Na gut, dann reden wir mal. Nicht so viel labern, Duklo, also ernsthaft. Also gehen wir da jetzt mal auf. Jetzt bekommen wir Anschiss von Chefe. Die Guild-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Doch. Die Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spectre und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gibt. Oh, das muss ihr Protégé sein, Commander Shepard, der die Zerstörung des Senders zuließ. Das waren Sie, nicht ich. Wir wurden Sie in die Sache verwickelt. Schwer, eigentlich irgendwie schwer jetzt, weil andererseits würde das jetzt das Geschehen ein bisschen in eine andere Richtung jetzt lenken, aber dann würden wir eigentlich im Prinzip eigentlich wie die Loser dastehen, bei dem Punkt, wenn wir alles auf ihn schieben jetzt, weil wir haben ja anscheinend keine guten Überzeugungen, wenn einfach mal ein Traumatisierter sagt,
Ja, der Hurensohn hat den gekillt, aber nee, okay. Wie wurden sie in die Sache verwickelt? Ich mache jetzt einfach mal das linke, weil ich jetzt da jetzt einfach mal nicht auf diesen... Ich gebe dir jetzt Schuld, obwohl du eh Schuld hast, sondern ich gehe jetzt mal auf einen anderen Punkt aus. Die Mission nach Eden Prime war streng geheim. Nur wer dabei war, konnte von dem Sender wissen. Jetzt, wenn Nihilus tot ist, wurden die Dateien an mich weitergegeben. Ich habe den Eden Prime-Bericht gelesen. Ich war nicht beeindruckt. Aber was soll man von einem Mensch auch erwarten? Wow, also vorher wie ein Held gefeiert und jetzt nur, weil ich ein Mensch bin? Alter, was haben die Vor- und Nachteile, also, Alter, wegen die Menschen? Ernsthaft, was hast du getan? Beleidigung typisch. Sehen Sie, er hasst uns. Das werden Sie bereuen. Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Sie sind noch nicht so weit im Rat. Noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwinden ihrer Zeit. Und meine. Alter, jetzt haben wir ihn richtig schön aus der Bahn gelenkt, richtig schön aggressiv gemacht. Alter, jetzt hat er eigentlich im Prinzip halt, ich weiß nicht, ob das jetzt auch so zählen würde oder so, aber im Prinzip haben wir ihn jetzt eigentlich so verärgert, rausgelockt aus seinem Kern, wo er alles abgestritten hat. Und jetzt könnten wir ein bisschen was auslocken von ihm, so circa. Dass er wenigstens irgendwie was macht, irgendwas Blödes. Sehr arroganter Blödmann, ich finde Beweise, hören Sie auf, ihn zu schützen. Muss ehrlich sein, wir finden schon Beweise, also wir werden sicher irgendwie was finden, weil das gibt's ja nicht, irgendwas werden wir machen können. Sie können sich nicht ewig hinter dem Rad verstecken. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Ui. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage. Finde ich auch. Unser Urteil Shit. Muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen, Commander Shepard? Ignoranten, nein, wozu? Ehrlich gesagt, bin ich jetzt einfach nur noch auf Nein, weil wenn wir jetzt irgendwie eine Karte ausspielen, wie zum Beispiel die beiden, dann kann es nur falsch rüberkommen. Also bleiben wir jetzt immer bei Nein. Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und Mann. Botschafter, Ihre Petition, ihn von Inspektors auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Ja, klar. Aber eine coole Kapuze gehabt. Aber ich bin... Also jetzt muss ich dann nochmal später auf YouTube schauen, falls man sowas finden könnte. Ob er wirklich gewonnen hat. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den G zusammen, um die Menschheit auszurotten. Unsere Kolonien sind gefährdet und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Ob es auch gingen würde, ob er vielleicht sogar gewonnen hätte, also ich glaube aber das Gefühl, dass es sowieso, egal was du gemacht hättest, es wäre genau so rausgekommen. Woher kennen Sie Saren? Der Rat hilft uns nicht. Tun wir mal mit ein paar Fragen stupsen. Los geht's! Erzählen Sie mir, was Sie und Saren verbindet. Vor langer Zeit waren wir auf gemeinsamer Mission. Und es lief schief. Sehr schief. Wir sollten das nicht hier bereden. Aber ich kenne ihn. Und er muss aufgehalten werden. Und jetzt! Was machen wir jetzt? Als Spectre Schuppen. Ist fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Zitadellsicherheit?
Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Na gut, er könnte uns helfen. Ja, das stimmt, er könnte uns wirklich helfen. Ich traue ihm nicht, ich rede mit ihm. Nee, das ist in der Mitte. Keine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Citadel-Sicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Aki. Der Rat soll ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Der Captain verdient Besseres. Ich bin dran, mir gefällt das nicht. Ich würde einfach sagen, wir nehmen selber die Sache in die Hand. Ich kümmere mich drum. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Ich würde ja jetzt mal die anderen Spuren nehmen, weil ich finde das jetzt irgendwie ein bisschen deppert. Soll ich zu ihm gehen? Na sicher sollst du zu ihm gehen. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Saren etwas nachzuweisen. Sie sollten mit Balafon sprechen. Na, ihn im Finanzbezirk. Gut. Man sagt, dass er für den Shadow Broker arbeiten soll. Oh. Ein Informationshändler. Er kauft und verkauft Informationen an die Höchstbietenden. Ui. Er gehört, dass Balafon einer seiner Top-Mitarbeiter sein soll. Vielleicht weiß er etwas über Saren, aber diese Information dürfte nicht billig sein. Na gut. Aber, ja, machen wir das mal. Saren schon länger. Was ist passiert? Vor etwa 20 Jahren. Ich war Teil einer Mission im Skyllianischen Randsektor. Ich arbeitete zu der Zeit mit Saren zusammen. Wir sollten einen Terroristenring aufspüren und vernichten. Saren hat das Ziel eliminiert. Aber es gab viele Opfer dabei, unschuldige Zivilisten. Davon stand später natürlich nichts in den offiziellen Berichten. Aber ich hatte gesehen, wie er operiert, ohne Gewissen, ohne Zögern. Er würde ohne zu zögern tausende Zivilisten sterben lassen, um einen Krieg zu beenden. Ich auch. Ja, klar. Das Töten von Unschuldigen beendet keine Kriege. Es verursacht sie. Sehr richtig. Ich weiß, wie es läuft, Commander. Manchmal ist man gezwungen, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber nur, genau, wenn es keine Möglichkeit gibt. Saren hat nicht einmal nach einer anderen Option geschaut. Er ist krank. Wahnsinnig. Er liebt die Gewalt und das Töten. Und er weiß, seine Spuren zu verbergen. So, aber jetzt, Leute. Aber jetzt. Auf Wiedersehen, Digga. Viel Glück, Shepard. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Bye, bye.